Willkommen beim Lienzer Advent. Zeit für Kunst, Zeit für Kultur. Jeden Abend öffnet sich am großen Adventkalender an der Lieburg ein von Künstlerhand gestaltetes Fenster. Lisa Obereder ist die jüngste Künstlerin am Kunstadventkalender 2020. Sie ist 22 Jahre alt, kommt aus Oberkärnten und studiert in Wien an der Akademie der Bildenden Künste Malerei. Ich arbeite viel mit Kohle und Kreide auf Papier und in letzter Zeit experimentiere ich ja viel damit, das mit anderen Techniken zu kombinieren, zum Beispiel eben mit Wasserfarben und Gouache. Und mit Collagen-Elementen. Ein Schwenk durch Lisa Obereders Atelier zeigt, sie ist fleißig beim Experimentieren. Inspiration für ihre Arbeiten findet die Kunststudentin überall. Vor allem Erinnerungen und schöne Dinge, die ich halt so sehe. Dinge, die mir ständig durch den Kopf gehen, werden zwangsläufig irgendwann in den Bildern auftauchen. Deshalb kann man sie manchmal als eine Art Tagebuch sehen. Die Kunst ist für Lisa Obereder ein Mittel, um das Leben und die Dinge zu hinterfragen. Das Entstehen eines Bildes ist für sie ein offener Prozess. Mir ist der Arbeitsprozess viel wichtiger als das Endergebnis, weil der Prozess ist ja der Teil, während dem man eigentlich die ganzen Erfahrungen sammeln kann für die nächsten Bilder. Für mich ist Kunst generell ein Ort, um mich selber kennenzulernen. Unter die Oberfläche zu gehen, das strebt Lisa Obereder auch in ihren Bildern an. Sie will Atmosphäre und Tiefe schaffen, die ihrer Variante der Realität so nahe wie möglich kommen. Das Bild, das sie für den Kunstadventkalender zur Verfügung gestellt hat, ist im Juli 2020 entstanden, auch ein Ausdruck persönlicher Empfindungen. Es ist sehr schnell entstanden. Ich arbeite meistens spontan und das Thema, das da irgendwie aufgekommen ist, ist einfach die Überbeanspruchung vom Kopf durch den ganzen Medienrummel, der aktuell ziemlich extrem ist, meiner Meinung nach. Es bleibt am Ende irgendwie nur Verwirrung, zumindest bei mir. Und ich denke, dass sich viele andere genauso fühlen. Und was hat es mit dem Titel Hexenschuss auf sich? Weil es irgendwie so ist, als wären die ganzen digitalen Nachrichten solche Nervenblitze. Bleibt zu hoffen, dass der Sturm vorbeizieht, dass einem die Blitze nichts anhaben können. Das Bild von Lisa Obereder, zu sehen am Kunstadventkalender an der Lieburg und im Original in der Buchhandlung Tirolia in der Rosengasse.